So, was geht ab YouTube? Mein Name ist Arti und heute kam wieder eine Aktualisierung pünktlich zum Wow. Screenshot. Gib ihm. Pünktlich zum Dienstag. Und ja, da dürfte ja gleich was auf uns zukommen. Warten wir noch kurz, bis es geladen hat. Und. Wow. Ich dachte, jetzt würden wir wenigstens ein Update, also dieses wöchentliche, was denn so geändert wird, bekommen. Okay, rechts lädt gerade runter. Moment. Na, okay, 100% und? Odette. Haben wir jetzt einen komplett neuen Helden? Haben wir echt? What the fuck? Wir haben schon wieder einen neuen Helden? Ist das denn fucking ernst? So, hier oben kommt. Okay. Nehme ich, danke. Und hier. 1.2.18 Update. Okay. So, gucken wir mal an. Liebe Spieler, neue Nachrichten, gute Nachrichten. Memory YouTube. Okay. Der Speicher wird also. Der Arbeitsspeicher, den das Spiel braucht, wird also reduziert. Wie auch immer die das gepackt haben. Damit das Spiel auf Gerät mit weniger Arbeitsspeicher besser läuft. Das sollte Crash und Freezing Probleme lösen. Tja, ich zocke auf dem Computer. 16 GB RAM am Start. Okay, die haben 2 Monate. Okay, das juckt nicht. Okay, juckt nicht. So, Schwanprinzessin Odette. 600 Diamanten, 23.000 Battlepunkte. Okay, oh, ich hätte meine 32.000 Battlepunkte nicht auf diesen scheiß Argus klatschen sollen. Das war so eine Kackidee. Oh, da ist also schon 1.216 draußen. Na, das ist ja cool. Okay, das ist ein neuer Mage, der gut im Teamfight sein soll. Oh. Je mehr Gegner, desto höher der Schaden. Also, wahrscheinlich eine Eudora in noch heftiger. Nummer 1, okay, das gucken wir uns dann beim Helden selber an. Da habe ich jetzt nicht so das Interesse dran, mir das jetzt hier so geben zu müssen. Da haben wir dann auch gleich nochmal das Aussehen für den Helden selber. Also, neue Helden, Nana, Akaimi, Eudora, Hayabusa, Goa, Cyclops, Gies und Shin, okay, alles klar. Und noch ein bisschen was für die Starlight-Member, cool. Okay. Neue Skins, Odette und Aurora, Heartbreak Empress. Ab Oktober für die Mitglieder von Starlight. Alles klar. So, jetzt kommen wir zu den spannenden Sachen. Hero Balancing. Okay, komm. Kagura. Yin Yang Overturn. Kein Plan, was das für ein Skill von jetzt. Von Kagura habe ich überhaupt keine Ahnung. Die sehe ich auch im Ranked oder überhaupt so gut wie nie, deswegen. Umbrella ist noch. Umbrella. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber okay, ich denke schon. Okay, ja, hat ein bisschen Buff bekommen. Okay, kann man machen. Die wird ja jetzt nicht so sehr gespielt. Oh, Argus. Oh, was haben sie mit Argus gemacht? Eternal Evil, das ist korrekt. Okay, haben sie nur den Namen geändert. Eternal Evil. Okay, nochmal den. Noch ein Bugfix und. Okay. Speedbonus nur für Argus. Naja, okay. Wenn es sein muss, duckt nicht. Harley. Oh, das dürfte auch spannend werden, was wir mit dem gemacht haben. Die tödliche Magie. Haben sie ein bisschen genervt. 3 Sekunden langsamer wurdest du. What the fuck? Jetzt noch 1,5 Sekunden. Ja, Gott sei Dank. Okay, der Bastard muss ja echt mal genervt werden. Und der. Ach, das ist die Ult, die sie genervt haben. Und der abschließende Schaden ist nur noch 40% statt 50%. Ich weiß nicht von was abschließender Schaden, aber Hauptsache weniger. Space Escape. Okay, das scheint wieder knapp buff zu sein. Juckt nicht. Exana, Cursed Oath, Mana Cost Only Reduced by 100. Was? Warum? Ach, egal.
Lexander wird auch so gut wie nie gespielt. Oh, Ruby hat was bekommen. Das ist wichtig. Total Damage and Online Increase by 50 Points. Oh mein Gott! Oh nee, das kannst du doch keinem erzählen. Das ist ja heftig. Ich würde Ruby spielen. Also, überall auf jedem Skill gibt, also für jedes Level gibt es 50 Punkte mehr Schaden. Die Schockwelle tut jetzt jeden Gegner für 2 Sekunden langsamer machen. Und Mana-Kosten ist jetzt 40 Punkte auf jedem Level. Das heißt 20 weniger. Das heißt, man kann den Skill ein bisschen öfter rausklatschen. Joa, das ist nicht gut. Wie gut ist, glaube ich, der zweite, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. So, Grog hat ein bisschen was bekommen. Hit viel für Growth Base Power of Nature. Also, okay, hat einen neuen Effekt bekommen. Ist das diesen, ja, ich glaube, das ist das, wo diese Steinmauer hochkommt. Oder? Nee. Warte, muss ich kurz lesen. Okay, der hat einen kleinen Buff bekommen. Naja, warum auch nicht? Für seine Passiv. Oh, Fanny hat was bekommen. Die wurde ja schon im letzten Update ein bisschen vorgenommen. Wenn sie jetzt Schaden macht an Gegnern, dann kriegt die ein bisschen Energie zurück. Okay. Und ein Bugfix, okay. Layla. Oh. Improves the skill. Okay. Bisschen neue Animation, cool, duckt nicht. Ich meine, ich spiele zwar Layla, aber ich kam auch vorher gut damit klar. Und Akai hat das bekommen, Hurricane Dance. Okay. Also ein Bugfix. Cool. Ist auch gut, ne? Alle Debuffs und Immun zu gegen verlangsamen, ist auch gut, ne? Schon heftig. So, Gear and Item, das ist auch wichtig. Battleground Adjustments, Attack Growth, Kenneth und Super Kenneth increased by 80%. What? The fuck? 80%? Kenneth und Super Kenneth? Meint das die Türme? Haben die 80% mehr Feuerkraft? Das wäre heftig. Das wäre richtig heftig. Roll Buff, also nur additional mana cost for us to lose by 50%. Hä? Roll Buff Assistant? Hä? Was? Was ist Roll Buff? I don't know! Achso, das ist bestimmt immer das Feature in der Buffs. Okay, da müssen die Assassinen jetzt ein bisschen weniger Mana rausklatschen. Okay. Now killing Gold Giant Mouth Monster Goblin. Oh, Spinner Provider Buff. Okay, gut. Wenn man jetzt also ein paar der Jungle Monster tötet, dann kriegt man ein bisschen HP und Mana noch zurück. Gut. Respawn mich auf den Lord until adjusted. Oh, bitte, sei jetzt besser. Die Schildkröte spawnt jetzt 2-mal im Match. Dankeschön. Oh, gute Zeit, wo die Schildkröte alle 2 Minuten da war. Aha. Okay, nach dem ersten Mal töten, kommt es nach 2 Minuten wieder. Wenn die erste Schildkröte vor der 4. Minute gekillt wurde, der nächste Mal ist responsible, bin ich an der Turtle. Was? Das nächste Monster, das gespawnt wird? Hä? Also wenn wir die Schildkröte vor der 4. Minute schlachten, dann soll die Schildkröte das nächste Monster sein. Ach so, okay, dann kommt auf den Slot dann direkt die nächste. Naja, gut. Und so, cool. Ansonsten wäre das nächste Monster Lord, okay. Falls vor 6. Minute die Schildkröte noch nicht angegriffen wurde und nicht angegriffen wird, dann wird er verschwinden und einfach Lord bringen. Wow, cool. So, Gear Items, Athena Shit. Okay, juckt alles nicht, nur ein paar Bugfixes, Aiming More Chains.
Enemy mode changes. The lock on range of base attack is increased in the free mode with lasted attack function on. Das finde ich ja gut, weil das geht mir auch immer auf den Sack. Wenn ich mal im lock mode bin und ich, zum Beispiel du spielst Layla, du kannst ja über den Bildschirmrand hinausfeuern, wenn du ein Ziel hast. Und du lockst deinen Gegner und der läuft aus dem Bildschirm raus oder kommt sogar nur an den Bildschirm ran. Dann gehst du aus dem lock mode raus. Komplett nervig. Ich hoffe, dass das jetzt endlich mal nicht so hart nerven wird. Gut. Season 5. Was ist schon Season 5? Was? Es gibt einen neuen Rank. Are you fucking kidding me? Mystisch. Überlegendär, wirklich mystisch, ist das denn scheiß ernst? Oh mein Gott. Und ich sitze hier auf Großmeister, denk mir, what the fuck? Oh Gott. Aber hey, man kann das Maximum auf Episch 1 anfangen, cool. Season 5, okay, da kommt also noch was, okay. Okay, das sind jetzt, wo man rauskommt, wo man vorher war. Hey, wo ist ein Großmeister 5? Meister 2, wow. Nicht mehr Meister. 3 neue Sterne. Naja, gut. So, und das hier ist alles nicht so wichtig. Ja, okay. Nice. Also. Und jetzt haben wir ja noch den Magier, ne? Ist Magier. Odette. Na, ich bin ja gespannt. Wow. Beeindruckend. Also, basic attacks are spellcast with everyone. Okay. Also, ich krieg ein bisschen Schaden mit der Passive raus. Okay, mach die Gegner mit der ersten fällt jetzt schon langsamer. Cool. Die Stunt mit dem zweiten Skill? Wirklich? Die Stunt? Ist das denn scheiß ernst? What? What? Damit kann die drei Gegner auf einmal stunnen? Are you fucking kidding me? 50 Sekunden Cooldown. Wow. So, wow. Das ist ja mit der Ult jetzt eine Mischung aus Eudora, Karina und ich stand dich für immer. Geil. Hätte ich mir mal die 32.000 Punkte mal lieber hier für die aufgehoben. Ach, fuck it. Egal. Vielleicht kaufe ich es ihm noch einfach so. Warte, wie viel kostet der Scheiß? Moment, jetzt kurz gucken. 608. Wie viel müsste ich da jetzt hinblättern? Moment. 11 Euro. Wow. Nice. Naja, gut. Mache ich vielleicht noch. Jo. Das war's dann wohl erstmal zu dem Update. Alles im Allen doch ganz nice, was jetzt hier auf uns zukam. Aber dass schon wieder jetzt direkt nach einer Woche schon wieder ein neuer Held rauskommt. Okay. Na gut, mal gucken. Vielleicht kaufe ich mir heute noch, wenn ich Lust drauf habe. Aber wie viel kostet denn? Ne, also wenn schon mit Skin. Fuck it, wenn schon mit Skin. Vielleicht teste ich die da mal aus bei Gelegenheit. Kann ich das zufällig? Habe ich irgendwas? Ne. Wo findet man das denn? Hier, Tasche. Warte, ich kann ja mal für den übelsten Luck-Draw gehen. Wozu habe ich die Dinger hier denn? Mach mal auf hier. Okay. Ruby, cool. Ja, und auf jeden Fall werde ich im Rank mal wieder Ruby spielen. Wenn die jetzt mit ihrem zweiten Skin ein bisschen mehr abreißt. Schon geil. So, noch das hier kurz aufmachen. Na eben, ne, wenn ich schon mal dabei bin. Ruby, da. Wie gut ist doch hier? Ne, der erste Skill. Okay,
Okay, der kostet jetzt ein bisschen weniger Mana und macht langsamer. Finde ich gut. Ja, passt. Nehmen wir. Gut, also das war's jetzt im Update-Video und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann Donnerstag zum nächsten Gameplay oder was auch immer. Und bis dahin.